Im heutigen Video zeigen wir euch, wie wir in unserem Van unseren Boden verlegen. Dazu haben wir gestern schon den Holzboden präpariert, sodass er eben genug ist, um die PVC-Paneele zu verlegen. Ein paar Videoausschnitte von dem Präparieren zeigen wir euch gleich. Zuerst muss ich aber unsere ganzen frisch gestrichenen Möbel aus dem Van rausholen. So, der Plan ist, dass ich das erstmal alles abschleife, damit dann mein Vater das alles eben machen kann mit einer Bodenbeschichtung. Aber zuerst muss ich mal dieses ganze Klebeband hier vom Boden abmachen. Naja, also das geht jetzt nicht wirklich ab, weil wir das halt fast ein Jahr lang drauf hatten. Da muss ich mal gucken, wie ich das abkriege. Okay, ich denke, ich habe eine Lösung gefunden, um das Tape abzubekommen. Nämlich mit diesem scharfen Aufsatz von unserem Multitool. Aber das dauert immer noch ziemlich lange. Pro-Tipp, kein Klebeband für mehrere Monate drauf lassen. Das hat mich jetzt ungefähr eine halbe Stunde gekostet, das ganze Klebeband wieder zu entfernen. Wieder eine halbe Stunde verschwendet, wegen einem dummen Fehler. Die Folie von dem ersten PVC-Streifen, den wir geklebt haben, ging super ab. Die anderen hier gehen richtig schlecht ab, bleiben immer Streifen hängen und es klebt übelst an den Fingern. Luisa wäscht sich gerade die Hände hier, klebt alles zusammen. Das wird länger dauern, als wir gedacht haben. Wir haben herausgefunden, es geht viel besser, wenn man es senkrecht nach oben zieht. Dann geht das einmal ab. So, wir sind fertig mit dem Boden verlegen. Sieht schon viel besser aus als vorher. Hier das große Stück und hier das kleine Brett noch, was dann später da hinten der Boden unter der Bank wird. Wir zeigen euch gleich noch,
wie es von nah aussieht.